Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Start in die neue Woche mit dem FAN-Wetter für Niedersachsen und Bremen. Ich kann gleich mit einer guten Nachricht für Sie starten, denn auch in der neuen Woche geht es sommerlich weiter. Obwohl heute im Tagesverlauf einige Wolkenfelder durchziehen können, erreicht das Quecksilber im Thermometer heute wieder die 30-Grad-Marke. Und es wird sogar noch wärmer als in den vergangenen Tagen. Auch an der See werden bis zu 28 Grad erreicht. Allerdings bedeutet das auch extrem hohe Waldbrandgefahr. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen bei meist klarem Himmel auf 14 bis 17 Grad zurück. Es bleibt also auch weiterhin angenehm mild. Der 3-Tage-Trend sieht ebenfalls vielversprechend aus. Die warmen Temperaturen bleiben uns auch am Dienstag erhalten. Die Werte klettern wieder auf bis zu 30 Grad an und bei einem strahlend blauen Himmel verspricht es, ein schöner Tag zu werden. Auch nachts sinken die Temperaturen nicht unter 16 Grad und es bleibt bei klarem Himmel trocken. In der Mitte der Woche wird es dann etwas kühler, aber keine Angst, die Höchsttemperaturen liegen trotzdem bei bis zu 28 Grad. Die Sonne zeigt sich den ganzen Tag und es wird etwas erträglicher. Nachts sinken die Werte dann auf 16 Grad an der See und bis zu 15 Grad im übrigen Sendegebiet ab. Am Donnerstag ziehen dann einige Wolken auf. Bei leichter Bewölkung erreicht das Thermometer zwischen 26 und 27 Grad und bis zu 24 Grad an der See. In der Nacht zum Freitag sinken die Werte auf bis zu 13 Grad ab und die Wolkendecke zieht sich weiter zu. Am Wochenende sieht es nach Regen aus, aber das ist auch langsam notwendig, denn die Waldbrandgefahr steigt weiter. Ob es am Wochenende wirklich regnet, kann ich Ihnen morgen sagen. Also schalten Sie ein, machen Sie es gut und tschüss.